Eine Siedlung hat eine Nachricht geschickt. Sie haben es irgendwie geschafft, einen Supermutanten. Willst du handeln? Klar, ich schau mal, was du hast. Ich ver... Ja? Suchst du nach einer Waffe? Klar, ich schau mal, was du hast. Großartig. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Hi. Willst du was kaufen? Klar, ich schau's mir an. Großartig. Bedeutet mir echt viel, dass du die Bibliothek... Klar, ich schau's mir an. Hält alles, garantiert. Klar. Bis es nicht mehr hält. Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied... Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot... Hey! Das habe ich alles dabei. Derzeit sind Besen im Angebot. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot an... Oh! Aha. Ich habe nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, solange es am Ende etwas Action gibt. Gut, dass du den abtrünnigen Sünd zurückgebracht hast. Willkommen. Als Materialverkäufer des Instituts kann ich Ihnen Vorräte für Ihre Missionen an der Oberfläche anbieten. Was benötigen Sie? Dann lass mal sehen, was du so hast.
Vater hat Bemerkenswertes geleistet. Ohne ihn würde es mich nicht geben. Ah, hallo, Vater. Sag mal, was würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Das ist eine Fangfrage. Was wurde denn gestohlen? Institutseigentum kommt nur selten abhanden. Wenn das geschieht, müssen wir reagieren. Die Gruppe, die sich Railroad nennt, hat mehrere Synths des Instituts an sich gebracht. Synths, die in den letzten Monaten verschwunden waren. Sie wollen diese Synths zweifellos befreien, weil sie sich einbilden, die Synths wären empfindungsfähige Wesen. Du hattest Kontakt mit der Railroad und kennst daher ihre fehlgeleiteten Überzeugungen. Was ist passiert? Was haben sie getan? Sie sind im Besitz von Technologie, die ihnen nicht gehört. Normalerweise sind sie nur eine unbedeutende Plage. In letzter Zeit wurden sie aber mutiger. Wir haben leider einen Punkt erreicht, an dem eine Reaktion nötig ist. Wir wissen, wo sich diese Synths zurzeit befinden und müssen sie zurückholen, bevor die Railroad sie verstecken kann. Wo befinden sich die Synths? Eine kleine Siedlung beim alten Bunker Hill-Denkmal. Aber es ist wichtig, dass wir bald handeln, bevor die Railroad herausfindet, dass wir sie aufgespürt haben. Die stählerne Bruderschaft soll auch keinen Wind von der Angelegenheit bekommen. Sie würde es nur noch komplizierter machen. Bin ich allein oder habe ich Unterstützung? Ein Runner wartet in der Nähe von Bunker Hill auf dich. Du bekommst, falls nötig, Unterstützung. Wir wollen aber kein großes Aufsehen. Dr. Lee ist ein wertvoller Aktivposten. Wenn sie zu Schaden kommt, mache ich sie persönlich dafür verantwortlich. Ich muss etwas Wichtiges melden, Ältester. Das Institut versucht, entflohene Synths aus Bunker Hill zurückzuholen. Woher haben Sie diese Information? Unsere Aufklärung hat nichts dergleichen berichtet. Ich dachte, ich wäre für die Aufklärung im Institut zuständig. Sie konnten als einzige Person ins Institut eindringen, sind aber bei weitem nicht unsere einzige Informationsquelle. Wir führen rund um die Uhr Vertibird-Patrouillen durch und haben sogar Trupps auf dem Boden, um alles Mögliche in Erfahrung zu bringen. Ganz zu schweigen von den Gelehrten, die den Funkverkehr überwachen und versuchen, ihre Verschlüsselung zu knacken. Glauben Sie mir, die Aufklärung läuft gut. Ich habe die Information vom Institut selbst. Und es war gut, dass Sie mir direkt davon berichtet haben. Gut gemacht, Soldat. Ihr Bericht bietet uns die einmalige Gelegenheit, dem Institut gegenüber unsere Absichten kundzutun. Sie erhalten das Kommando auf dieser Mission. Vernichten Sie die Synths in Bunker Hill und jeden, den das Institut schickt, um sie rauszuholen. Ich sage Kells, dass er Ihnen die passende Unterstützung zuweisen soll. Wegtreten, Soldat. Ja, Whisper. Whisper ist wieder da. Wir sind alles, was die Synths haben. Es läuft mehr. Der ist Dämona. Gott sei Dank. Siehst du, Des, ich hab dir doch gesagt, dass die Molekularstabilisierungsmatrix gehalten hat. Komisch. Gestern warst du dir da nicht so sicher. Ich bin so unglaublich froh, dich zu sehen. Hat es funktioniert? Hast du es und das Institut geschafft? Du dachtest, ich sei tot. Du hast dich vor meinen Augen in Luft aufgelöst. Und dann flog die ganze Maschine in die Luft.
Tom sagte, dass du dich rechtzeitig entmaterialisiert hättest. Aber Toms Erfolgsquote bei Experimenten lässt etwas zu wünschen übrig. Ich war noch nie so froh, Tom zu gestehen, dass ich mich getäuscht habe. Es hat funktioniert, nicht wahr? Der Signalfänger hat funktioniert. Ich war im Institut und bin wieder zurückgekehrt. Ich kann das fast gar nicht glauben. Und Toms Holoband? Hast du Kontakt mit dem Patrioten aufgenommen? Noch nicht. Lade das Holoband hoch, sobald du kannst. Mit der Hilfe des Patrioten können wir vielleicht einen bedeutenden Sieg für die Synths erzielen. Kann ich mit dir reden? Beschäftigt dich etwas? Das Institut weiß über Bunker Hill Bescheid. Sie planen, die Synths zurückzuholen. Das Timing könnte nicht schlechter sein. Der Alte sitzt auf diesen 4 Synths. Es gibt keinen anderen sicheren Ort für sie. Es ist wichtig, die Deckung beizubehalten. Aber das hier, das Opfer ist zu groß. Wie viel Schaden würde entstehen, wenn wir sie angreifen lassen? Uns gehen die Verstecke für unsere Synths aus. Darum setzen wir sozusagen alles auf eine Karte. Was würden wir verlieren? 4 Synths? Stockton? Einige unserer besten Agenten und die unvermeidlichen zivilen Opfer. Nein, diesmal nicht. Wir wussten nie, wann und wo das Institut angreift. Aber jetzt haben wir die Chance, den Spieß umzudrehen. Wir warten, bis der Feind in Position ist und schlagen dann zu. Hart. Niemand von ihnen kommt lebend zurück. Nur du. Verstanden? Wird das Institut nicht misstrauisch, wenn nur ich übrig bleibe? Du bist zäher als irgendjemand sonst bei ihnen. Wenn nur eine Person es überleben kann, dann du. Und es gibt keinen Widerspruch zu deiner Geschichte. Wir dürfen nicht zu früh angreifen. Wir müssen sie in die Todeszone locken. Dann schnapp die Falle zu. Du wirst wissen, wann. Wahrscheinlich gibt es eine Runner-Eskorte. Die musst du ausschalten. Das sollte nichts Neues für dich sein. Ist trotzdem gefährlich. Ist es das alles wirklich wert? Wir dürfen Stockton und die Synths nicht opfern. Wir sind zu wenige. Und wir können sie nicht verlegen, ohne ihre Deckung in Gefahr zu bringen. Es ist ein Risiko, das wir eingehen müssen. Also tu es. Deacons Quote ist die beste. Von ihm könntest du viel lernen. Geh davon aus, dass du da oben beobachtet wirst. Immer. Noch eine Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. Ich habe auf Sie gewartet. Also, wie ist die Lage? Ich nehme an, Sie wissen Bescheid. Unsere Ziele sind im Gebäude. 4 Synths unter dem Schutz der Railroad. Die Leute in der Siedlung haben nichts damit zu tun und dürften sich raushalten. Die Situation ist eskaliert. Ein verdeckter Einsatz scheint unmöglich. Wir gehen rein, sichern die Synths und ich begebe mich per Transmission mit Ihnen zum Institut. Verstanden? Hey, ich brauche noch ein paar von deinen Granaten. Gib schon her. Fordere Unterstützungstransmission an.
Da sind sie. Gott, das ist ein Runner. Oh nein. Benutzen Sie die Codes und wir kehren zurück zum Institut. Wie es dir drängt. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Geld. Es gehört dir, wenn du mich gehen lässt. F633, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Delta 62 Arcus. Na schön, Zünd. Bitte. Z322, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Gamma 49 Typhoon. Keine plötzlichen Bewegungen. Bitte, nein. Y915, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Beta 77 Tempest. Duda, Synth. Komm, bitte, tu es nicht. B257, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Theta 93 Stratus. Das sind alle. Auftrag erledigt. Gehen Sie zurück in die Stadt und stellen Sie sicher, dass alle Feinde eliminiert wurden. Ich bringe die Synths per Transmission zurück zum Institut. Melden Sie sich danach bei Vater und gute Arbeit. Aha. Klar, ich schau's mir an. Ausgezeichnet. Schon wieder. Okay, ich habe ein... Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot... Alles was... Hab einiges an Zeug, falls du Interesse... In Ordnung. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot... Selbstschutz... Thank you.
Ich habe hier nur die besten Camps. Aha. Klar, ich schau mal. Schau's dir an. Sensor meldet feindliche Präsenz. Lass das. Mein Sohn. In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem Sie mich hierher gebracht haben.
Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt, das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Warum bist du dann hier? Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Aber warum mich erneut einfrieren? Natürlich als Sicherung. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Warum lasst ihr mich jetzt raus, nach dieser langen Zeit? Das ist, schwer zu erklären. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. Tja, hier bin ich. War es das wert? Ich glaube schon. Nach deinem Erfolg in Bunker Hill werden noch größere Dinge kommen. Die Synths sind unversehrt eingetroffen und werden umfunktioniert. Danke für deine Arbeit. Ich hoffe, das Risiko war nicht zu hoch. Was meinst du damit, dass die Synths umfunktioniert werden? Wir werden Anpassungen vornehmen, um ihre Programmfehler zu beheben. Danach werden ihnen neue Aufgaben im Institut zugewiesen. Das war nicht das erste oder letzte Mal. Die Railroad bleibt natürlich ein Ärgernis. Aber wir werden uns, falls nötig, darum kümmern. Und du? Tja, du hast den Test wohl bestanden. Das hast du gut gemacht. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oder vielmehr unserer Dankbarkeit. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es wird Zeit, wieder reinzugehen.